Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich bin's, euer Dreed, und erstmal vielen Dank, dass ihr zu meinem neuen Lost Ark Video eingeschaltet habt. Viele haben mich gefragt, ob ich nicht mal Boss Guides über das Tor zum Paradies machen kann. Und da sage ich natürlich nicht nein. Was die Community wünscht, das versuche ich natürlich immer so gut es geht umzusetzen. Wir sind gerade in T3 unterwegs. Heute raiden wir den Brunnen von Oreha. Da freue ich mich drauf. Also, ihr werdet hier die ganzen Boss Guides bekommen von mir. Und wir fangen heute an mit dem Meer der Trägheit. Wenn euch mein Content gefällt, dann drückt doch hier unten den roten, fetten Abonnieren-Button. Ansonsten würde ich sagen, let's go! Den ersten Boss, den wir hier aus der Live-Raid-Aufnahme sehen, das ist der Tiefsee-Oberross, das Mini-Boss. Hier sehen wir auch schon die erste Attacke, die Wasserfontäne aus allen drei Köpfen, diese einfach ausweichen. Und ansonsten seht ihr jetzt auch noch die schwarz-violetten Bälle, den auch einfach ausweichen. Die werden ja auch nochmal schön markiert auf dem Boden. Ja, große rote Flächen. Das sollte eigentlich relativ relaxed sein. Ansonsten ist der Boss Stunbar, Vierbar, Freezebar, alles was geht. Ja, also auch relativ einfach. Das könnt ihr euch natürlich zunutze machen. Und sobald das Add kommt, hier dieser schwarze kleine Hai, den dann bitte fokussen und komplett downjuken. Wir haben noch 1 bis 2 Leute auf den Boss gelassen, um diesen einfach zwischendurch zu unterbrechen, beziehungsweise, dass man vielleicht auch das ein oder andere Mal Aggro hat, sodass wir die Fontäne abseits von uns lenken können. Das ist eigentlich relativ relaxed, und sobald das Add down ist, bekommen wir einen Buff, womit wir mehr Schaden machen. In der Zwischenzeit, wie gesagt, einfach nur den Attacken ausweichen. Sobald der Boss blau leuchtet, wie man das hier jetzt sieht, jetzt sind wir hier nicht ausgewichen, beziehungsweise muss man aufpassen hier, da kann man ganz einfach diesen unterbrechen, indem man die W-Attacke nutzt des Taucheranzugs. Das ist euer Counter. Und dann geht der Boss easy down, und das sollte auch mit jeder Random-Gruppe möglich sein. Da wird der nächste schon knackiger. Der nächste Boss ist Arkam, Wächter der Trägheit, besteht aus 2 Phasen. Er kann einmal wie hier auf dem Boden stampfen. Da müssen wir dann aufpassen, dass wir nicht in der Fläche stehen, sodass wir Schaden bekommen. Ansonsten, wenn man hier von unterschiedlichen Attacken getroffen wird, wird man gestunt, so wie hier in diesem Beispiel, wo ich getroffen werde. Und dann sollte man sofort pingen. Und das hat oberste Priorität in diesem Fight, dass jeder sofort rausgeholt wird. Außerdem habt ihr es gerade gesehen, es gibt 2 Möglichkeiten, sich Luft zu holen, und da solltet ihr wirklich drauf achten. Das hat auch eine ganz hohe Priorität. Lieber mal mit dem Damage stoppen und sich dann die Luft reinpfeifen, anstatt hier irgendwie dann durch Druck down zu gehen. Denn das ist die One-Shot-Mechanik, die sehen wir hier. Da wird dann eine Fläche markiert, und da muss der komplette Raid hinlaufen, und deswegen müssen auch die Leute befreit werden, weil wenn die gestunt werden und diese Mechanik wird ausgelöst, dann hat man keine Chance. Außerdem sollte man sich seitlich zum Boss positionieren, denn dieser macht diesen Tritt nach hinten, und dort wird eine Welle dann hervorgeschleudert, die nochmal immens Schaden macht. Und deswegen immer die seitliche Positionierung, sodass ihr von dieser Welle nicht getroffen werdet. Dann habt ihr gerade die roten Balls gesehen. Die sind auch nochmal wichtig, dass man denen ausweicht mit der gelben Fläche. Und er macht noch einen Lichtstrahl vor sich auf dem Boden. Wenn ihr von denen getroffen wird, seid ihr auch versteinert. Jetzt sehen wir nochmal die beiden Luftmechaniken hier nebeneinander. Einmal die Pflanze und einmal, ich sage mal, diese Luftgeysire. Den oder dort könnt ihr Luft holen. Wichtig ist bei der Pflanze, das kann immer nur einer machen. In den Luftgeysieren können mehrere gleichzeitig stehen. Und dann könnt ihr Phase 1 so runterspielen, denn mehr kann der Boss eigentlich nicht. Wie gesagt, auch nochmal ganz, ganz wichtig, holt eure Leute raus und achtet auf eure Luft, denn das ist wichtig. Und dann geht der Boss in Phase 2. In Phase 2 haben wir die Füße gebrochen von dem Boss, und er ist jetzt mit seinem Oberkörper auf dem Boden. Und da habt ihr auch schon die erste wichtige Attacke gesehen. Sobald er anfängt, blau zu leuchten, kann er wieder gekontert werden. Aber er charge dann nach vorne, und sobald ihr in diesem Laufweg seid, seid ihr auch wieder gestunt. Und da müssen euch eure Kollegen rausholen, wie ich das jetzt hier zum Beispiel bei meinem Raid Kollegen mache. Ja, da wirklich immer Priorisierung drauf, dass da wirklich keiner irgendwie feststeckt, denn hier kommt diese One-Shot-Mechanik auch vor, und die kommt schneller. Und jetzt sehen wir auch dieses Vorchargen, ja, und hier, sobald man da im Weg ist, da wird man gestunt, und deswegen ganz schnell rausholen, sodass man hier drin stehen kann. Und wenn man da zu langsam ist, dann wird man einfach downgenuked mit einem Schuss. Das ist aber
nicht so dramatisch in der Stammgruppe, aber sobald dann halt mehrere Leute fehlen, ist es dann halt auch tatsächlich schon ein Wipe. Ansonsten haut er mit seinen Tentakeln auf den Boden und den sollte man dann ausweichen. Hier sieht man das nochmal, der springt so zurück und dann leuchtet er blau. Und hier wäre es super, wenn die Melees dann wirklich hingehen und diesen unterbrechen. Viele von uns haben den zum ersten Mal gespielt. Das ist vor 2 IDs gewesen, deswegen haben wir uns hier eingegroovt. Aber das macht wirklich eine Menge Spaß, wenn man diese Bosse spielt. Der Abyss Dungeon einfach spektakulär schön. So, und ansonsten, wie gesagt, wirklich immer auf eure Luft achten. Diese Luftmechanik, die ist ein bisschen nervig, das muss man tatsächlich zugeben. Aber das Ganze, ja, macht das nochmal etwas herausfordernderer. Ja, und ansonsten, wie gesagt, macht ihr auch noch diese Lichtstrahlen vom Himmel. Und das war es eigentlich. Jetzt könnt ihr einfach hingehen und den Boss sauber runterspielen. Hier war ich zum Beispiel gestunt und dann seht ihr, hier muss man dann drauf achten, dass man wirklich schnell rausgeholt wird. Und dann kann man den downjucken. Eigentlich ist es wie bei vielen Bossen so, das ist das Besondere an Lost Ark, das werdet ihr auch oft feststellen, dass ihr mehr die Mechanik spielen müsst, anstatt wirklich absoluten DPS zu fahren, denn hier kommt es wirklich darauf an, dass ihr ausweicht, dass ihr überlebt und dann zur richtigen Zeit euren Schaden macht und auch, dass ihr wirklich versucht zu lernen, wann können wir einen Boss unterbrechen, wann können wir ihn countern, sodass da wirklich die Leute bereit sind und den dann runterbringen, sodass ihr wirklich maximalen Schaden fahren könnt. Trotzdem darf man sich nicht unendlich viel Zeit lassen. Oben am Boss läuft ein Timer ab. Und sobald dieser abgelaufen ist, geht der in Enrage, der letzte Balken füllt sich nochmal auf und ihr bekommt mehr Schaden. Das kann natürlich auch nochmal zum Vibe führen, deswegen solltet ihr schon darauf achten, dass wenn ihr die Mechaniken des Bosses kennengelernt habt, ihr maximalen DPS fahren könnt. Aber immer am Anfang versuchen zu verstehen, wie funktioniert der Boss, wie muss ich moven, um ihn dann endgültig zu besiegen und sich dann schön den Loot einzukassieren. Das war's doch schon mit der ersten Ebene im Tor zum Paradies, Meer der Trägheit. Extrem geiler Dungeon, macht einfach Bock, diese Abgrund-Dungeon zu spielen in Lost Ark. Herausfordernd, aber extrem befriedigend, wenn man das Ding dann cleart und sich seinen Loot nascht. Ja, also das ist wirklich cool gemacht. Natürlich kann ich verstehen, wenn man random unterwegs ist, dass es dort den einen oder anderen Frustmoment gibt. Da muss man einfach drüber stehen, da muss man sich feste Leute suchen, vielleicht auch Leute kennenlernen im Spiel, mit denen man dann kontinuierlich raidet und dann wird man zu 100% erfolgreich, wenn man dann entweder den Boss extrem gut drauf hat oder wenn man dann sein Gear ständig verbessert und dann etwas besseres Gear hat als die empfohlene Gegenstandsstufe. Ansonsten würde ich sagen, schaut einfach auch mal gerne im Stream vorbei oder bei uns auf dem Discord, wenn ihr noch Mitspieler sucht oder ich gehe auch manchmal hin und dann machen wir solche Dungeons und können dann den ein oder anderen Spieler aus dem Stream mitnehmen. Das machen wir natürlich auch ganz gerne, gerade jetzt in der Levelphase, wo wir unsere Twinks hochziehen, um weitere Materialien zu sammeln. Da kann das schon sehr häufig passieren. Ja, ansonsten, meine Lieben, bleibt einfach gesund. Viel Spaß im Abgrund-Dungeon. Bis zum nächsten Mal. Bye, euer Dreed. Ciao.